Ja, servus Leute, wir haben eine kleine Panne mit dem Motorroller. Der gute Herr da drüben, der ist gerade dabei, das zu reparieren. Ja, der Schlauch ist kaputt, soweit wir das festgestellt haben, und aber zum Glück war gleich in der Nähe diese kleine typische Werkstatt. Ja, wie es eben hier in Thailand so üblich ist, gibt es hier viele. Ja, denn wie wahrscheinlich jeder weiß, sind hier die meisten mit so Motorrollern eben unterwegs, und ja, hat man natürlich ab und zu dann eine Panne. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir uns hier gemütlich gemacht. Ist hier sehr easy, die Wartezeit gut zu überbrücken. Ist auch klasse, dass das gleich geht, dass er sich gleich ans Werk gemacht hat. Ja, dachte mir eben, jetzt filme ich etwas, denn dieses Jahr gibt es nicht so viele Videos wie sonst üblich bei mir, wenn wir in Thailand sind. Aber es gibt sonst zurzeit auch nichts großartig Interessantes zu filmen. Wir sind einfach immer noch in Chennai. Ja, da bleiben wir auch vorerst mal. Ja, denn wir genießen es natürlich sehr, bei ihrer Familie zu bleiben. Also, warten wir noch etwas. Und dann geht's ja nach Hause, zu Hause. Sogar beim Schweißen anscheinend fehlt es da etwas weiter. Ja, wir warten hier eben. Jetzt gibt es nichts anderes zu tun hier. Hinter uns eine Hauptstraße. Jawohl, er kommt wie gerufen. Ein paar leckere Früchte gönnen wir uns jetzt. Super. Ja, da vorne in den Hügeln sieht man schon wieder, dass etwas verbrennt wird. Eben, das machen sehr viele zurzeit, und das merkt man wirklich.
etwas beim Atmen, finde ich, auch im Mund vom Geschmack her manchmal eben so etwas nach Asche. Habe ich jetzt nur gesehen und wollte das nur noch schnell auf ein Video festhalten. Aber jetzt haben wir ein paar leckere Früchte. Ich Wassermelone, die Papaya. Ja. So ist es easy zu warten hier. Ja Leute, das war es dann von diesem Video. Ich wollte das einfach in einem Video etwas festhalten. Der Motorroller repariert, der ist gerade etwas Bohlen gefahren. Also wir warten jetzt noch etwas. Und Leute, sage ich wieder danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.